Was geht ab, Jungs, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar sprechen wir heute über alle Leaks, die gekommen sind. Heute wurde ja die halbe Welt geleakt. Und was ich vorab schon mal sagen wollte, ist vielen, vielen Dank für das Feedback, die ganzen Likes und neue Abonnenten seit dem letzten Video. Das ging ja krass durch die Decke. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen. Das wollte ich vorab schon mal sagen. Wir hatten gestern ein Gewinnspiel für die 3400 Abonnenten. Kuss an jeden Einzelnen. 3400 ist eine mächtige Zahl, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar ist jetzt offiziell, dass heute, also Freitag um 19 Uhr deutscher Zeit. Und zwar ist es jetzt quasi offiziell, dass heute Abend um 19 Uhr das neue Event stattfindet. Das heißt Freeze versus, glaube ich, oder nur Freeze. Und laut den ganzen Leaks sollen heute erstmal nur die Feuerkarten rauskommen. Die seht ihr hier links. Die haben ein 5-Star Weakfoot Upgrade. Also keine Position Change in der Vergangenheit. Natürlich wird es vielleicht ein paar Position Change geben, aber das ist nicht so wie das letzte Freeze Event. Und am Montag nächste Woche um 19 Uhr sollen dann die blauen Karten rauskommen. Also die Eiskarten. Die haben dann nicht mehr 5 Sterne Weakfoot, sondern 5 Sterne Skills, wie ihr hier im Hintergrund seht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Rashford vielleicht als Stürmer 5-Star Weakfoot bekommt, dann wird es safe 1,5 Millionen wert sein und als Flügel wahrscheinlich 5 Sterne Skills. Aber das entscheidet EA, was für Karten da rauskommen. Ihr habt wahrscheinlich gestern alle den Ladebildschirm gesehen und das sind die drei Spieler. Und zwar ist einmal Nico Schulz, Gomez und Correa. Vor allem habe ich auch im letzten Video die ganzen Leaks gezeigt. Da wurde das komplette Team geleakt. Und die Stats wurden auch schon alle geleakt. Das hier sind die offiziellen Karten, die heute rauskommen werden. Ihr seht ja, ein Gomez hat dieselben Stats, die ich eben gezeigt habe. Ein Schulz und ein Correa genauso. Das sollen die offiziellen Stats sein. Wurde auch schon geleakt. Ich zeige euch auch, wie gesagt, gleich nochmal alle Quellen. Ein Jesus wird geisteskrank sein, wenn der 5-Star Weakfoot hat, genauso wie ein Rashford mit den Werten. Valverde ist eigentlich egal, was er bekommt. Die Stats sind unnormal krank. Über Koundé und Gomez brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Koundé ist eher der beweglichere Innenverteidiger, aber Gomez der defensiv stärkere. Übertrieben krass. Ein Traoré, seine Schwachstelle war ja eigentlich immer Weakfoot. Die scheint dann heute auf jeden Fall erstmal beiseite gelegt zu sein. Traoré mit 5-Star Weakfoot wird geisteskrank, hat aber dafür nicht so viel Schuss. Finde ich. Mit einem Dead Eye kann man das aber ein bisschen korrigieren. Pereira ist ein anständiger Achter für die Serie A. Schulz wird Davis ein bisschen Konkurrenz machen in der Bundesliga. Mbabu wird der beste Rechtsverteidiger in der Bundesliga sein und vielleicht auch einer der besten Rechtsverteidiger insgesamt. Und Claude Maurice kommt als Zehner wahrscheinlich raus. Kann man aber auch sehr gut auf der 8 spielen mit 90 Pace, finde ich. Vor allem Franzose, französische Liga. Sehr, sehr geile Link. Wird wahrscheinlich auch ein bisschen was wert sein. Ich denke, der günstigste wird Pereira sein und vielleicht ein Schulz, weil es da halt schon Davis gibt. Die Positionen könnten sich noch ändern, aber die Stats an sich, also hier die 93 Pace, 87 Schuss etc. bei Jesus, die sind schon geleakt. Einige Spieler wurden schon gestern mit ihren Stats geleakt. Hier seht ihr nochmal Adama Traoré, Joe Gomez etc. Das sind auch außerdem die Vinicius Stats vom POTM. Hier auch nochmal die Stats von Pereira. Pulisic wird als SBC kommen, hatte ich aber in dem gestrigen Video schon erwähnt, genauso wie Taliafico als Objective. Und hier habt ihr nochmal die Bestätigung. Jede Karte wird zwei Versionen haben. Einmal Fire, also die rote Karte, die kommt heute um 19 Uhr raus und einmal die Eiskarte, die kommt nächste Woche raus, sprich Montag ab 19 Uhr. Was auch noch geleakt wurde, ist Kondogbia gegen Vasquez als Showdown, wie wir das bei Süle und Piqué hatten. Da zeige ich euch aber auch gleich nochmal die Karten. Also Real gegen Atletico. Das hier sind die offiziellen Stats. Hier ist nochmal die offizielle Karte von Kondogbia und das ist die SBC, die rauskommen wird. Also einmal Vasquez, einmal Kondogbia. Wie gesagt, hier die Stats, die sind nicht real. 88 Sterne, ein bisschen zu krass, aber die richtigen Stats habt ihr eben gesehen. Und die SBC wird wahrscheinlich auch heute kommen, weil Real gegen Atletico am Sonntag schon spielt. Das heißt, die SBC muss heute kommen, so dass jeder bis Sonntagmittag, sage ich jetzt mal, Zeit hat, diese abzuschließen. Ich nehme die Aussage wieder zurück mit Vinicius POTM. Vinicius POTM wird wahrscheinlich doch heute kommen. Trent Alexander-Arnold wurde schon von EA veröffentlicht, wird aber erst ab dem 17. veröffentlicht. Die SBC ist sowieso nicht allzu krass. Das heißt, Vinicius könnt ihr heute auf jeden Fall erwarten. Und hier habt ihr nochmal die offizielle Karte von Vinicius. Wir haben ja eben den Leak von Trent Alexander-Arnold bekommen, beziehungsweise die Bestätigung sogar von EA. Ich vermute mal, dass er heute kommen wird, da Trent Alexander-Arnold nächste Woche kommt. Und Icon-Swaps kommen bald. Und das ist der Quellcode für die Icon-Swaps. Den werden wir jetzt von oben bis unten durchlesen. Da sind einige Packs dabei, die sehr, sehr krass sind. Es wird mit Icon-Upgrade als SBC rauskommen, sowie das Baby-Icon-Upgrade. Dann wird es eine Doppel-81 Plus SBC geben, also mit zwei seltenen 81 Plus Spielern. Dann kommt noch ein Pack mit oder Prime Icon.
in dem Pack. Das hört sich für mich ganz, ganz, ganz schwer nach Icon-Swaps an, dass man sich das Pack erspielen kann. Ein 89 Plus mit Icon wird wahrscheinlich auch in Icon-Swaps erhältlich sein. Dann ganz normales mit Icon-Pack, auch Icon-Swaps. Und ganz unten seht ihr nochmal das Baby, also Base oder mit Icon-Pack. Ich denke, das ist das günstigste Icon-Pack, was man sich bei Icon-Swaps erspielen kann, was Icons betrifft. Ihr kennt das ja, am Anfang gibt es natürlich wieder diese drei normalen Packs, also so 100k-Set, vielleicht ein 125k-Set oder vielleicht auch wieder diese 25 mal 83 plus oder so. Und es gibt natürlich auch ein paar Spieler, die man sich über Icon-Swaps erspielen kann. Das wird, denke ich, auch alles in Icon-Swaps kommen. Ich vermute aber nicht, dass Icon-Swaps heute rauskommen wird. Vielleicht nächste Woche Freitag. Wäre aber selbst für mich ein Ticken zu spät. Ich hoffe, dass sie das irgendwie Mitte der Woche oder vielleicht auch sogar schon heute raushauen. Also Icon-Swaps und Freeze wäre heute natürlich geisteskrank. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wer neu auf diesem Kanal ist, weiß, was zu tun ist. Aktiviert die Glocke, damit ihr keine Benachrichtigungen mehr verpasst. Abo ist, wie gesagt, kostenlos. Bewertet ruhig das Video, ehrlich. Also Daumen nach oben oder Daumen nach unten. Und ja, heute wird es wahrscheinlich kein Stream von mir geben. Ich werde aber im Hintergrund ein bisschen Weekend League spielen. Jetzt, ja, verbreitet das Video. Schickt es eurem Nachbar, schickt es eurem Onkel, schickt es eurem Cousin, der in Division 8 noch rumschimmelt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein!